ist ein schwer zugänglicher Ort. Das gehört hier zu Iserlohn Grüne. Früher gab es hier einen Parkplatz. Heute ist hier nur öde und leer. Hier kann man aber jetzt schön einsteigen auf eine Fahrt nach Hohenlimburg. Das ist ein ziemliches Durcheinander hier mit diesen vielen Brücken. Direkt am Start. Hier geht es ruhiger weiter. Das deutet auf ein Wehr hin. Industrie. Hier ist aber die Straße immer in der Nähe, falls etwas passiert. Das könnte hier der Fall sein. Das ist alles so in der Stadt Lidmate. Einsatzstelle, das habe ich nicht gesehen. Also die ist ja gar ganz gut ausgebaut. Vielleicht kann man da oben auch parken. Da scheint es laut zu werden. Oberhalb dieser Stelle da hinten, die man nur verschwommen sieht, ist eine ungefähr 400 Meter lange Abfahrt, die als unbefahrbar ausgeschildert ist. Das ist aber ein ehemaliges Wehr. Man kann das mit einem Luftboot eigentlich schon befahren. Hier sieht wieder alles völlig harmlos aus. Ja, mitten eigentlich in Hagen. Absolute Idylle. Das Wasser ist auch relativ sauber. Da wird es wieder lauter da unten. Ein Fluss, ich glaube, der Fluss heißt Nama. Deshalb ist es so ein bisschen lauter geworden. Hier ist es ganz harmlos. Wildromantische Industriekultur. Das D-Mark oder Bielstein hier. Ein Prallhang, der es in sich hat. Ob das jetzt diese Name ist, keine Hamburg schon zu sehen am Horizont. Jetzt kommt noch ein gefährliches Wehr. Wie sind wir denn hier in Frankreich oder im Ruhrgebiet? Man weiß es nicht. Das ist ja sehr hoch hier. Das sieht man von oben nicht. Meine Güte. Oh wei. Gut, dass so viel Wasser jetzt ist. Habe ich schon viel Wasser hier genommen. Ist alles nass. Das ist die Wildwasser-Trainingsanlage.